Ankunft einer ganz besonderen Radtour am Universitätsklinikum Tübingen. Die Regenbogenfahrt ist diese Woche von Saarbrücken nach Freiburg unterwegs. Die Teilnehmer sind ehemalige Krebspatienten. Entlang der Route besuchen sie Kliniken, in denen krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht sind. Organisiert wird das Ganze von der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Ziel ist es, den Krebskranken Mut zu machen und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass eine Krebserkrankung in jungen Jahren überwunden werden kann. In Tübingen besuchten die jungen Erwachsenen die Kinderkrebsstation und das Elternhaus.